So, ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Jessica Weiskirchen, ich übernehme heute die Moderation. Ich bedanke mich erstmal bei euch allen für den tollen Input und die Power und die Liebe, die jetzt schon von euch zu uns rübergeschwappt ist, vielleicht auch noch ein bisschen nachzuhallen ins Web an die Leute, die über den Stream zuschauen. Ich freue mich, heute mit dem ersten Panel beginnen zu dürfen, mit dem wunderbaren Titel Verliebt, Verlobt, Verheiratet – Ein ganzes Leben im Theater. Können die Bretter ein ganzes Leben lang wirklich die Welt bedeuten? Und darüber möchte ich heute mit meinen Gästinnen Beate Heine und Sabine Zieke sprechen, denn sie haben dem Theater die Treue gehalten und ein ganzes Bühnenleben lang und haben zwei einzigartige Theaterkarrieren hingelegt. Und wir wollen heute im gemeinsamen Gespräch herausfinden, was sind und waren ihre Strategien und welche Kompromisse sind sie eingegangen und worin liegt ihre Motivation, weiterzumachen. Bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Sabine Zieke, Dramaturgin der Volksbühne, und Beate Heine, Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Herzlich willkommen. Genau. Ihr dürft die Maske abnehmen. Super toll. Ich freue mich sehr. Wir machen nämlich heute sozusagen einen Kaltstart. Wir haben es nämlich tatsächlich nicht geschafft, uns vorher nochmal intensiv zu besprechen. Aber das ist ja total toll, denn diese Spontanität nehmen wir mit. Ich war super aufgeregt, als ich euch heute Morgen getroffen habe, weil wir haben uns eigentlich auch noch nie, also weder live noch digital sind wir uns begegnet. Und, super, genau, Mikro. Und ich habe jetzt gerade vorhin, als wir uns nochmal abgesprochen haben, gesagt, ich bin furchtbar aufgeregt, euch beide heute interviewen zu dürfen. Und dann kam so die tolle Antwort, naja, aber warum denn? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ihr zwei Frauen seid, die tatsächlich so lange es geschafft haben, in diesem Business zu sein und immer noch dabei sind. Und ich freue mich total, irgendwie rauszufinden mit euch zusammen, wie ihr das geschafft habt und warum ihr das getan habt. Sabine, du warst ja tatsächlich jetzt 33 Jahre lang der Volksbühne treu. Und du hingegen, Beate, du hast ja den Weg durch die verschiedenen Institutionen gemacht. Wie hast du es geschafft, so lange die Liebe frisch zu halten? Ich weiß nicht, ob man mich hört. Hört man mich jetzt? Ah, jetzt ist es besser. Nicht ein Zufall, also eigentlich die Zielstrebigkeit hat mich auch an die Volksbühne gesprüht, sozusagen, kurz vor der Wende im März 89. Vorher habe ich schon frei für die Volksbühne gearbeitet. Ich war im Palast der Republik, gab es ein Theater, das TIP, da habe ich gearbeitet und da wollte ich dann irgendwie weg und es war eine Gegenseitigkeit, sage ich mal. Künstlerinnen und Künstler der Volksbühne kannten mich, weil sie dort auch gastiert haben und so. Und es gab das Angebot und ich war dann in der DDR war das so, da musste man 3 Jahre dort bleiben, wo man hingestellt wurde und durfte sich nicht wegbewegen und irgendwie wurde dran gefummelt, irgendwann war ich weg. So, ne? war ich dann an der Volksbühne. Das war eine Zeit, die war wirklich äußerst traurig. Also sehr demotivierend, also das hatte natürlich mit dem Umbruch zu tun, das hatte aber auch mit dem künstlerischen, Niedergang will ich nicht sagen, es ist jetzt sehr gemein, aber es war schon nicht so toll. Und dann kam ja die Wende und kurz vor der Wende hat Frank Castorf dort eine Inszenierung gemacht, eine bahnbrechende, Die Räuber, vielleicht habt ihr davon mal gehört, also da war ich beteiligt und durch diese Zusammenarbeit hat sich dann auch alles Weitere für mich ergeben. Und im Laufe der Jahre, das war das Tolle an diesem Intendanten. Ich weiß, man sagt ihm einiges nach, aber ich kann ihm auch was nachsagen, nämlich was Gutes. Hat er mich einfach so meine Rolle finden lassen. Also er hat mich einfach strampeln lassen, irgendwie was zu finden. Und das habe ich gemacht. Hast du angefangen als erst Regieassistentin und dann bist du Dramaturgieassistentin? Ja, das ist für euch vielleicht interessant. Wie sind die Positionen am Theater? Also in welchem Arbeitsverhältnis steht man da und so? Also das war so, als ich dann an die Volksbühne ging, vom TIP aus,
gab es keine Dramaturgenstelle. Also es gab nicht die Möglichkeit, ich war dort Dramaturgin am TIP, mich als Dramaturgin anzustellen. Also das war auch ein bisschen so ein starres System auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war die Volksbühne völlig überwuchert mit Dramaturgen in der Zeit. Also das konnte man niemandem erklären und so. Und ich wollte aber unbedingt dahin. Und dann habe ich mit weniger Geld, sehr viel weniger Geld, habe ich die kleine Kröte geschluckt und habe gesagt, ich werde mich schon durchstrampeln irgendwie. So, und das habe ich ja auch gemacht. Und du hast auch studiert an der Ernst Busch, richtig? Ja, ich habe meine Schauspielausbildung absolviert, das ist richtig. Und auch ein ganz gutes Zeugnis gehabt. Aber für mich war im Laufe der Ausbildung klar, dass ich diesen Beruf wahrscheinlich nicht durchstehen werde. Auch das ist für euch in der jüngeren Generation interessant, das Verhältnis von Schauspielern zu Regisseuren. Ich gender mal nicht jetzt, weil wegen der Zeit. Also das war früher schon sklavenmäßig unterwegs, das muss man schon sagen. Also da musste man irgendwie gehorchen. Ne? Also so wie man es heute auch noch aus dem Ballett teilweise kennt. Ja? Also da so, und das wollte ich nicht. Und ich dachte mir, warum muss ich mir von einem Mann, der dümmer ist als ich, sagen lassen, was ich da zu tun und zu lassen habe. Also wollte ich nicht irgendwie. Dann habe ich alles Mögliche vorgeschützt. Man konnte auch nicht zweimal studieren in der DDR. Aber ich habe es gepackt. Ich habe es geschafft. Bin dann nach Leipzig, habe dort Theaterwissenschaften studiert und bin von dort aus direkt ans TIP gegangen. So war mein Werdegang. Und jetzt bin ich total froh, viele Schauspielerinnen, auch bei mir am Haus an der Volksbühne, fragen mich, wie mache ich das, hast du eine Idee, machst du das? Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß genau, was in den Schauspielerinnen und Schauspielern vor sich geht. Und du bist ja jetzt 33 Jahre da und ich habe in der Recherche und vorhin auch im Gespräch festgestellt, dass sich eure gemeinsame, also dass sich die Zeit da mal überschnitten hat tatsächlich, 1998. Wie war das? Seid ihr euch da begegnet? Kennt ihr euch? Nee, wir sind uns nicht begegnet. Ich war ein knappes Jahr da. Das war mein erstes Engagement am Theater. Da war Matthias Lehenthal noch Chefdramaturg und habe mich engagiert sozusagen. Ich bin so ein Quereinsteiger. Ich habe nach dem Studium Journalistik gemacht und war Journalistin ein paar Jahre. Und da habe ich Matthias Lehenthal kennengelernt und da hat sich ergeben, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht mal Dramaturgin versuchen möchte. Genau. Und ich habe immer gedacht, lange, lange, ich kann mir auch immer was anderes vorstellen. Ich muss ja nicht am Theater bleiben. Also es hat mir auch lange eine innere Freiheit gegeben. Genau. Und das war aber ein sehr aufregendes Jahr in der Volksbühne, weil Matthias Lehenthal dann wegging und das war alles ein bisschen Auflösung. Die neue Crew, das neue Team stand schon vor der Tür und so haben wir uns gar nicht, sind wir uns nicht begegnet. Und du hattest ja gerade vorhin gesagt, dass im Gegensatz jetzt zu Sabine war, du hast gesagt, du hast als Autorin gearbeitet, als Journalistin. Wie kam es dann quasi, dass du bei der Dramaturgie gelandet bist? Ja, ich habe auch während des Studiums habe ich als Regieassistentin auch mal gearbeitet und es wohnen irgendwie immer so zwei Herzen in meiner Brust, also Schreiben, Journalismus und Theater und wie gesagt, habe ich mich dann für was anderes entschieden nach dem Studium und dann, wie gesagt, durfte ich an der Volksbühne da in der Dramaturgie mitarbeiten und dann habe ich gedacht, wenn Dramaturgie so ist, dann habe ich da Lust dran. Weil das wirklich, es waren alles Macher, die da saßen. Barbara Mundel, Matthias Pees, Matthias Lehenthal, Lukas Langhoff war zu dem Zeitpunkt auch noch dabei als Regieassistent. Und man hat versucht, in dieser Stadt was zu bewegen. Man hat sich vernetzt in der Stadt mit ganz vielen verschiedenen Institutionen und Künstlerinnen zusammengearbeitet und ist nach der Sitzung rausgegangen und hat versucht, die Dinge umzusetzen, die man sich vorgenommen hat. Und das hatte ich irgendwie, das hat mich angemacht. Und habt ihr es auch geschafft, die Sachen umzusetzen? Ja, natürlich. ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass du während deiner Theaterlaufbahn an ganz, ganz vielen verschiedenen Häusern warst. Kriegst du es noch zusammen, wie viele es waren? Wie viele? Ich muss mal kurz. Also ich habe hier so eine kleine Tour in Berlin gemacht. Ich war an der Volksbühne am Gorki und an der Schaubühne. Und ich war in Hannover am Schauspiel
aus Hannover bei Wilfried Schulz. Ich war kurze Zeit in Bremen. Ich war ein Jahr während der Interimszeit in Dresden, habe ich mit einem Kollegen gemeinsam das Haus geleitet und danach bin ich an Schauspiel Köln gegangen. Zwischendurch war ich nochmal in Paris, Théâtre de l'Odéon und in Bobigny habe ich als Gast gearbeitet. Ja, so ungefähr. Nicht schlecht. Aber was euch beide ja vereint, ist dieses enorme Wissen über diese Institutionen. So, also ich stelle mir das so vor, nach so einer langen Zeit am Theater hat man ja eigentlich schon alles gesehen, oder nicht? Wen fragst du jetzt? Ich frage euch beide. Also, ich bin nicht so ein reisewütiger Mensch, aber ab und zu doch auch mal unterwegs und stelle immer wieder fest, dass jedes Haus doch so seine Eigenheit hat. Also auch wie es so durchwirkt, weil wir sind, also Künstlerinnen sind natürlich mit ihrem Körper und pipapo sind sie auch das Material. Das ist, also da bilden sich ganz große Eigenheiten heraus. Und die vielen Intendantenwechsel, die ich jetzt hinter mir habe, zeigen eigentlich auch, wie unterschiedlich man das füllen kann, also von, weiß ich, Autokratismus bis zu dem, was wir jetzt gerade haben am Haus. Also ja, das Leben ist halt immer anders, nicht? Ich meine, klar, es gibt eine Intendantin oder einen Intendanten, dann gibt es einen Chefdramaturgen oder Dramaturgin und so zieht sich das runter. Aber letzten Endes kann man es nicht so vereinfachen. Ich weiß nicht, wie Beate das kennengelernt hat, sie hat ja viel mehr gesehen als ich. Ja, ich würde sagen, ich bin ja, wie gesagt, ein Quereinsteiger. So ganz, ich muss aber auch sagen, dass man eigentlich am Anfang war ein Einzelkämpfer. Und das finde ich gerade sehr aufregend, dass in den letzten Jahren sich jetzt so viel bewegt, dass es so Netzwerke gibt in vielen verschiedenen Bereichen und dass man sich austauscht und verbündet und auch Wissen weitergibt. Das war, als ich angefangen habe, würde ich behaupten, nicht so. Da hat man selber für sein Netzwerk gesorgt und ich hatte auch immer wieder Zweifel, ob ich das Theater noch liebe und habe mir dann irgendwie auch neue Zusammenhänge gesucht. Also deshalb bin ich dann auch in andere künstlerische Gruppen oder zu anderen Teams gewechselt. Und um da was Neues auszuprobieren und zu gucken. Das ist auch der Grund, warum ich häufiger mal gewechselt habe. Dann kommen natürlich auch Intendantenwechsel dazu. Dann endet das für einen eben. Dann muss man sich eben was Neues suchen. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Du hattest gerade davon gesprochen, also ich würde noch mal gerne auf eure beiden Karrierestarts eingehen. Du hattest gerade davon gesprochen, dass du eine Einzelkämpferin warst und eine Quereinsteigerin. Auf was für Hürden bist du da gestoßen oder Herausforderungen? Wollen wir es mal Herausforderungen nennen? Also Hürden würde ich so gar nicht sagen. Es war wirklich, und das hängt natürlich immer von der Intendantin, dem Intendanten ab. Viel extremer damals, glaube ich, als heute vielleicht noch, weil heute natürlich ein anderer Druck und eine andere Aufmerksamkeit darauf liegt, ob man die Freiräume bekommt oder nicht. Also ich habe in meinen ersten Engagements eben auch Freiräume bekommen. Ich konnte schreiben, das wurde auch umgesetzt, inszeniert. Ich konnte Künstlerinnen holen, ich konnte reisen, ich konnte mir Dinge anschauen. Das hängt immer dann von einer Person ab, ist so. Oder war so, sagen wir mal so. Deshalb habe ich auch so lange weitergemacht. Ich bin mir nicht sicher, wenn das nicht möglich gewesen wäre, ob ich nicht dann doch wieder gesagt hätte, ich gehe zurück in den Journalismus. Also das heißt, du hattest sozusagen das Glück, dass es Leute gab, die dich irgendwie dabei supportet haben. Auch nicht also nur. Man braucht irgendwie Mentoren, das ist so. Ja. Nicht nur organisatorisch zu arbeiten. Du warst auch Assistentin, richtig? Nee, ich war nie Assistentin. Okay. Das war Learning by Doing. Mhm. Und diesen Freiraum muss man natürlich auch bekommen. So. Ich wusste nicht, wie man eine Produktionsdramaturgie macht, als ich meine erste gemacht habe. Es war wirklich Learning by Doing. Abgeguckt und natürlich über Gespräche. Mhm. Und dadurch, also muss ich auch sagen, auch Matthias Lienthal oder so, das waren natürlich dann auch Mentoren. Oder Wilfried Schulz später. Und ich muss sagen, es sind Männer natürlich. Meiner Generation vor allem.
die ich auch um Rat fragen kann, konnte und mich austauschen. So. Wie war das bei dir, Sabine? Du warst, wie gesagt, erst Regieassistentin und Dramaturgieassistentin. Das heißt, du kennst den Alltag der Assistierenden und der Berufseinsteigerin. Würdest du das so unterschreiben? Hast du ähnlich gute Erfahrungen auch gemacht? Ja, also ich persönlich ja. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, also ich wollte natürlich wieder zurück in die Dramaturgie. Also das war jetzt, ich habe das mitgenommen. Ich dachte, lernen kannst du das überall. Das würde ich auch wirklich allen, die Arbeit am Theater beginnen, vorschlagen, das zu machen. Man kann wirklich in jeder Arbeit was lernen und man kann auch lernen, wie man es nicht macht. Also das, die Möglichkeit gibt es ja auch. Und wie gesagt, ich hatte diese Freiräume und ich habe für mich etwas entwickelt, was ich gar nicht so wusste, dass mir das Spaß macht, dass mir das gefällt und dass das auch erfolgreich wird, nämlich das Konzipieren und Durchführen von sogenannten einzelnen Arbeiten, Abenden, also die jetzt nicht einfach eine Lesung sind oder ein Gespräch oder so, sondern die viel mehr im Hinterhalt haben, die inszenatorischen Charakter haben und so weiter. Also das war für mich ganz toll, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ich konnte diese Vorschläge machen und ich konnte es durchsetzen. Ne? Das war schön. Aber dann seid ihr jetzt beide eigentlich zwei sehr positive Beispiele. Und jetzt seid ihr ja eigentlich auch mit eurem... Wir haben auch Schlimmes erlebt. Ihr habt auch Schlimmes erlebt. Das heißt, euer Herz wurde auch gebrochen in dieser Zeit. Was ist euch denn da passiert? Bei über 20 Jahren... Klar hat man auch Begegnungen, die nicht so toll sind. Das ist ja klar. Das hat man sicher auch in anderen Bereichen, aus dem Journalismus genauso. Kann auch Probleme in Redaktionen haben und so, natürlich. Ja, ich würde noch mal gerne auf den Einstieg konkret eingehen. Ihr seid ja jetzt beide in Positionen, wo ihr ja eigentlich Kunstermöglicherinnen seid jetzt. Also das, was ihr damals erlebt habt oder die Hindernisse oder Herausforderungen, auf die ihr vielleicht getroffen seid, die könnt ihr ja jetzt formen für die neue Generation, die hier sitzt. Auf welche Art und Weise seid ihr quasi Supporterinnen von Künstlerinnen und kunstschaffenden Personen, die jetzt gerade ins Theater anfangen? Oder wie findet ihr die Newcomerinnen? Welche Basis schafft ihr, damit auch die sich quasi künstlerisch entwickeln können? Ja, es gibt ja viele Plattformen, auf denen man sich junge Künstlerinnen eben begegnen kann oder anschauen kann, arbeiten sehen kann. Und ich habe das in der Vergangenheit mich immer sehr darum bemüht, das auch zu machen. Und darüber auch, würde ich behaupten, auch viele junge Künstlerinnen auch engagieren können. Und die dann jetzt auch schon nicht mehr ganz so junge Künstlerinnen sind oder auch Erfolg, also so, die ihren Weg dann weitergegangen sind. Und ich habe auch mich bemüht dadurch, also es verändert sich ja irgendwann. Irgendwann entdeckt man, man ist keine junge Dramaturgin mehr. Das ist komisch. Man steht nicht mehr für den hippen Diskurs und für, das ist irgendwie, okay, also muss man sich anfangen, in seinem Beruf neu zu definieren. Und dann, als ich Chefdramaturgin war, mich damit auseinanderzusetzen, was heißt es eigentlich, eine Abteilung zu leiten? Was heißt es, und sich da auch, dann habe ich angefangen, als ich am Thalia war, mich auch parallel fortzubilden. Weil alles war so Learning by Doing, aber eine ganze Abteilung und vielleicht noch die Kommunikationsabteilung zu leiten und auch Gespräche zu führen, da habe ich mich ein bisschen auch coachen und Workshops gemacht, damit ich da mitwachse so, und dem gerecht werden kann. Also es hat sich dann einfach auch, mein Beruf hat sich verändert. Also genau. Also das heißt ganz konkret, du gehst quasi los und versuchst, neue Handschriften zu sichten. Und gibt es auch bei euch am Haus speziell Räume oder Formate, wo sich dann zum Beispiel eure Assistierenden oder die jungen Schauspielerinnen austoben können oder zeigen können? Ja, also das gibt es. Das gab es auch in den Häusern vorher. Es gab auch Häuser, wo das schwierig war. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich das eigentlich ziemlich entwickelt. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen, das hat auch mit dem Druck von außen zu tun. Ja, klar. Also vor allem Frauen zu supporten und junge Künstlerinnen zu finden. Das macht es auch uns im Haus, also in der Institution, auch leichter, uns durchzusetzen. Weil ich bin ja in der Sandwich-Position. Ich habe ja, da ist ja immer noch jemand über mir. Ja. So. Mhm. Genau. Also
das irgendwie mit voranzutreiben, natürlich. Und das hat, da hat die Gesamtentwicklung uns geholfen. Ja. Sabine, wie ist das bei euch an der Volksbühne? Ja, ich sag mal, wir sind ja noch im Findungsprozess. Also René Polisch hat da jetzt erst vor 3/4 Jahr angefangen und wir haben auch mit der Pandemie gekämpft und so weiter. Ich weiß aber, dass da was im Busch ist. Das ist gut. Du hast vorhin auch gesagt, dass man eigentlich als junge Künstlerin oder jemand, der ans Theater kommen will, eigentlich, wie hast du gesagt, höflich penetrant oder man muss penetrant bleiben? Also wie überwindet man so diesen Charme, sich oder das Gefühl, sich so anbiedern zu müssen? Ja, kämpfen und penetrant sein ist ganz wichtig. Also wenn man was will mit Leidenschaft und man ist überzeugt davon, oder ihr seid überzeugt davon, ran an die Buletten, kann ich dann nur sagen. Also wirklich, man macht sich nicht beliebt dadurch. Ne? Also dann kommt die schon wieder an und dann kommt der schon wieder an und so. Also das ist schon, aber ich glaube daran, wenn man Kunst machen will oder wenn ich Kunst machen will, dann finde ich einen Weg, wie ich das verwirklichen kann. Und sei es auf der letzten Parkbank. Ich finde den Weg. So. Und davon bin ich überzeugt. Und ich kann allen jungen Theaterschaffenden eigentlich nur das empfehlen, haltet euch nicht zurück. Wenn ihr überzeugt seid, wenn euch die Träume heimsuchen, wenn das passiert, macht es einfach. Du hattest vorhin auch gesagt, dass, also hast das Wort Kämpfen auch mit reingenommen. Jetzt ist natürlich immer so die Frage, wie fängt man überhaupt an? Also wo beginnt man? Wen fragt man? Schreibt man euch eine E-Mail, googelt man euch und dann schreibt man euch einfach mal? Mann, man muss Verbündete suchen, Banden bilden. Ja, so, man sucht sich die Leute, also jetzt, wenn junge Assistentinnen oder Assistenten wollen was machen, dann sucht man sich mal einen Schauspieler, dann sucht man eine Schauspielerin, dann sucht man sich vielleicht mal einen Dramaturgen oder einen anderen Assistenten, den technischen Direktor oder weiß ich wen. Also, wo man einfach sagt, wo man einfach die Leute so ein bisschen überrollt mit der Idee. Ja, dann wird man verschoben auf die nächste Spielzeit, kennt man ja alles, diese Argumente, aber man sollte den Mut haben und zu sagen, ich will. Und aus der Position von jemandem, der zum Beispiel jetzt nicht vorhat zu assistieren, sondern sozusagen direkt von der Schule versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, wie funktioniert das, Beate? Oh ja. Man begegnet jemandem. Ja, es gibt so viele, es sind so viele unterschiedliche Wege einfach. Das ist immer noch so. Also was auch sich verändert hat, als ich angefangen habe, gab es die vielen zum Beispiel Dramaturgie-Studiengänge noch nicht. Und heute würde ich jedem raten, das auch zu machen tatsächlich, weil man darüber schon direkt Kontakte in die Häuser hat, in die Theater. Und man ist ein bisschen gelabelt, aber man kann schon im Theater mitarbeiten, meistens in der Stadt, in der man studiert. Und man macht die ersten Kontakte, man lernt die ersten anderen Künstlerinnen kennen, mit denen man sich auch zusammentun kann. Das finde ich ist ein bisschen einfacher geworden. So. Ich hatte immer damals den Eindruck, wenn man niemanden kannte am Theater, war es schwierig, da reinzukommen, als ich angefangen habe. Und das, glaube ich, hat sich heute verändert. Ich muss auch sagen, wenn ich Bewerbungen oder so bekomme, dann gucke ich schon, was finde ich interessant daran. Das ist manchmal was ganz anderes. Kann auch jemand sein, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat und mich das interessiert oder so. Das ist sehr unterschiedlich. Und ich muss sagen, man muss mir auch manchmal 2 oder 3 Mal schreiben. Mhm. Was wäre denn zum Beispiel so, ich habe mit einer Intendantin mal darüber gesprochen, die gesagt hat, sie liest gerne Sachen oder sie fängt an, eine E-Mail den Anhang zu öffnen, wenn sie quasi in den ersten 2, 3 Zeilen überzeugt ist, weil da irgendwas anderes steht als das, was sie schon in den 100 E-Mails davor gelesen hat. Was würde euch denn überzeugen, den Anhang zu öffnen? Jetzt alle mitschreiben, bitte. Beate, möchtest du zuerst? Also ab und zu so alle paar Zeiten passiert mir das auch, dass ich so Bewerbungen durchgucke oder so. Eigentlich gucke ich mir alle ein bisschen genauer an. So. Also es sind auch viele, die in der Volksbühne eintreffen, viele Bewerbungen. Aber ich gucke dann natürlich auch genau so, wie es eben beschrieben wurde, dass es so von dem Üblichen weggeht oder die Motivation. Also ich eigentlich
suche ich immer nach der Motivation. Warum möchte jemand an die Volksbühne zum Beispiel? Was findet er gut? Und dann findet man viele Bewerbungen, wo man weiß, sie wissen gar nicht, über welches Haus sie wirklich gerade schreiben oder so. Ja, also das ist, also ich, eigentlich bin ich sorgsam mit solchen Sachen. Ja, ja, ich versuche eigentlich die Anhänge immer zu öffnen. Das ist toll. Tatsächlich. Aber also viel geht bei mir auch übers Gespräch. Weil sich mit jemandem auseinander auszutauschen, auch künstlerisch zu gucken, was interessiert den die, was hat sie gesehen, wie kommt man oft, also ich, meiner Erfahrung nach ist, irgendwann komme ich auch nicht mehr hinter jedem Diskurs hinterher oder bin da immer auf der Höhe, ich versuche das zu sein, aber und dieser Austausch, das interessiert mich und oft geht es eigentlich darüber, muss ich ehrlicherweise sagen. Mich würde das mal interessieren, was denn so eure Visionen sind für das Theater der Zukunft, weil ja hier unheimlich viele Leute sitzen, die irgendwie gerne starten wollen und anfangen wollen und man sich so fragt, auf was kommt es denn an oder auf was kommt es euch denn an? Würdet ihr sagen, ist es eine Revolution, ist es eine Transformation oder ist es die Reformation oder ist es vielleicht gar nichts davon und was brauchst du dafür? Also ich weiß nicht genau, was hinter diesen Begriffen alles steht. Also ich kann nur sagen, was ich liebe am Theater. Also ich bin sowieso eine Begeisterte für den Menschen an sich. Der Mensch an sich ist für mich auch ein Phänomen, das ich immer gerne beobachte, gerne durchleuchte und so weiter. Der Mensch ist für mich das Wichtigste am Theater. Dann kommt ein zweiter Mensch dazu. Ihr wisst das aus der Theatergeschichte. Dann hat man einen Konflikt. So. Der Konflikt ist ein bisschen außen vor in den letzten Zeiten. Ist nicht mehr so wichtig und treibt das Theater nicht mehr so. Aber was machen zwei Menschen miteinander auf der Bühne? Das finde ich einfach, das zu beobachten, nur diesen Augenblick, der niemals wiederkommt, der so da ist, das ist für mich das, was ich eigentlich gerne sehe am Theater. Und dann kommt natürlich noch alles hinzu, was es schöner macht. Ob es jetzt ein Video ist oder das Licht oder ja, so. Aber der Mensch und was der Mensch anrichtet oder nicht anrichtet, das erfahren wir ja jetzt gerade sozusagen. Also für mich ist das so eigentlich noch viel bedeutender geworden, das Theater durch die Pandemie, durch den Krieg und so weiter. Obwohl weniger Menschen es besuchen im Moment, ja, weil sie alle überfordert sind gerade. Aber ich glaube daran, in dieser oder jener Form, der Mensch, das ist das Theater. Wie siehst du das, Beate? Kannst du dich da anschließen? Ja, ich finde, selbst also auch durch die Pandemie und durch wirklich diese Zeitenwende, in der wir gerade leben, habe ich auch das Gefühl, dass das Theater noch mal wichtiger geworden ist. Wichtiger, also auch für mich, mich auseinanderzusetzen, also auch mit den Dilemmata, mit denen wir gerade konfrontiert sind und gemeinsam darüber zu sprechen und diesen Diskurs auch uns künstlerisch auch zu bewältigen oder zu thematisieren und auch vielleicht neue Formen zu finden. Was mich immer interessiert hat, ist auch interdisziplinärer zu arbeiten. Das finde ich, das können wir auch noch verstärkter angehen. Das ist dann zum Beispiel wie in Häusern wie im Schauspiel Köln war das ein bisschen einfacher, da ist gleich die Oper und der Tanz und wir haben es dann, das ist auch immer schwierig, aber das weiter zu befördern. Ich finde, da sind dann auch gute Ergebnisse bei rausgekommen. Also das sehe ich so ein bisschen in der Aufgabe, interdisziplinärer und internationaler zu arbeiten, weil ich finde auch, vor allen Dingen auch in Osteuropa, die Entwicklung von Theatern und deren Stellenwert und deren Not, die haben, dass wir uns da auch auf eine Weise solidarisieren müssen. Also nicht nur hier denken, sondern auch so, das sind so Dinge, die mich auch immer angetrieben haben. Das andere ist, was ich jetzt, kann ich sagen, genieße oder also, dass im Gegensatz zu der Zeit, als ich angefangen habe, dass das alles, die Prozesse am Theater, die Strukturen anfangen, transparenter zu werden. Ich will es nicht schönreden, aber also, ich finde das wahnsinnig bereichernd. Also Ensemble waren früher Ensemble und Dramaturgie war Dramaturgie und Intendanz. Und da gab es, also das hat sich sehr verändert, diese Art von Mitbestimmung oder Miteinander, mit dem Austausch. Das finde ich anregend
Und ich finde, ja, das würde ich, das muss sich irgendwie, glaube ich, weiterentwickeln. Und da muss man Strukturen schaffen, wie immer die aussehen können, dass man das gemeinsam, das finde ich gerade aufregend. Mhm. Ich würde noch mal eine Frage gleich an euch stellen und dann würde ich an euch öffnen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, auf was ihr Lust habt, die beiden zu fragen. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt zurückkommen, weil du von Leitungspositionen gesprochen hast. Jetzt bist du ja jemand, der gerade aktuell in einer stellvertretenden Intendanzposition und Chefdramaturginnenposition bist. Und du, Sabine, hast ja unheimlich viele Leitungen schon irgendwie kommen und gehen sehen. Was braucht eine gute Leitung? Was braucht die vor allem in der Zukunft? Was muss die sein? Geht es immer noch darum, dass es eine Einzelperson ist? Oder ist es das Team, das eigentlich ein Theater leiten sollte? Also wie stellt man sich die Leitung der Zukunft vor? Oder ja, wie seht ihr das? Also weites Feld. Erstmal würde ich sagen, Augenhöhe braucht es. Und ich habe es immer so empfunden, dass Intendanten oder Intendantinnen, die machen auch Learning by Doing. Also es gab keine Pflicht, sich evaluieren zu lassen oder sich fortzubilden oder Personalmanagement, Personalführung zu lernen. Das ist ja nicht das. Ich finde, das kann man noch weiter betreiben, dass auch Intendantinnen sich damit auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das beginnt auch. Also ich weiß, in Köln mussten wir das. Ich musste Führungsworkshops und sowas machen. Das war verpflichtend. Ich denke, das wird auch immer mehr kommen, dass man sich damit auseinandersetzt. Das finde ich. Ich glaube schon, dass Teams anfangs sind, aus verschiedenen Bereichen. Also aus meiner Erfahrung, es gibt im Moment immer noch dann den Intendanten oder die Intendantin, aber beispielsweise in Köln haben wir versucht, so eine Viererbande zu gründen, nach Krisen, die wir hatten. Also Betriebsdirektion, technische Direktion, Chefdramaturgie, Intendant, dass die Entscheidungen, die gefällt sind, eben durch dieses Gremium gegangen sind. Das kann man alles weiterentwickeln natürlich so, aber ich glaube schon, dass das auf verschiedenen Schultern, dass das ganz gut ist, das zu verteilen. Mhm. Und dann muss man aber schauen, wie man Konflikte löst, wie evaluiert man, hat man einen Mediator, wie geht das weiter? Also das muss man weiterentwickeln. Also das heißt, es geht quasi darum, nicht Autodidakt oder Autodidaktin zu sein, sondern sich dann noch durch Weiterbildungen oder vielleicht sogar so ein Studium oder eine Ausbildung. Ich finde schon, das sind riesige Unternehmen. Ja. Mhm. Sorry, da hat man so eine große Verantwortung für so viele Departments und so, finde ich, ja. Kann man erwarten. Sabine. Also ich finde, wenn es sich ergibt, ein Team zu stellen für die Intendanz, das ist natürlich legitim. Allerdings wissen wir auch aus der Geschichte, dass sowas nicht unbedingt gut gehen muss. Also ich finde viel wesentlicher, das, was Beate auch gesagt hat, welche Kolleginnen und Kollegen sind drumherum? Also ist das eine Intendantin oder sind es zwei? Wie wird das abgefedert? Wie wird das nach unten durchgereicht? Kommt diese Person oder kommen diese Personen in die Versuchung, sozusagen Macht an sich zu reißen und so weiter? Also eine andere Art von Kontrolle, glaube ich, ist einfach gut. Und auch ein Schutz für den Intendanten und die Intendantin, in Situationen zu kommen, die sie nicht mehr handeln können, wo sie dann an der Wand stehen und nicht mehr wissen, wie sie das lösen sollen, außer mit Macht. Sowas muss man, also ich bin auch noch nicht hinter das Geheimnis gekommen, wie das wirklich gut funktionieren könnte, aber ich weiß eben aus Erfahrung und aus dem, was gewesen ist, nicht die Anzahl der Intendantinnen und Intendanten ist unbedingt ausschlaggebend für den Erfolg. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man eine gute, couragierte Person hat, die, wie Beate sagte, auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen arbeitet, dass das auch gut gehen kann. Mhm. Das muss nicht sein. So, dass, wenn alles drumherum, das Umfeld, Dramaturgie und Technik und so weiter, wenn das alles irgendwie halbwegs funktioniert. Und dann kommt noch hinzu, welche Form von Intendanz ist denn das? Sind das Künstlerinnen? Oder ist das so ein Manager-Typ? Ja, also was ja jetzt auch um sich greift gerade, was ich irgendwie
Naja, also muss man mal gucken, wie sich entwickelt. Aber das ja, ist doch wisst ihr, das ist so vielfältig, das Thema. Und da gibt es kein, ich glaube, es gibt kein Rezept. Ja. Aber jetzt höre ich auf. Aber das ist doch ein guter Punkt, das zu öffnen mal in die Runde. Gibt es Fragen von euch? Jetzt gibt es die einmalige Chance, diese beiden Damen zu interviewen. Jung, bitte. Hallo, ich bin Jung. Kannst runter tun. Ja, mach's gern. Okay. Erstmal danke, dass ich eine Frage stellen darf. Ich würde gerne mal wissen von euch beiden, was glaubt ihr, was fehlt bei den älteren Generationen oder bei den älteren oder aktuellen Regisseuren oder bei den Inszenierungen, und was erwartet ihr für die neue Generation oder für die neue jüngere Künstler oder Regisseuren? Das ist eine schwierige Frage, ne? Du hattest... Jung, was meintest du? Also, wolltest du den Unterschied noch mal ein bisschen beschrieben haben, wie das ist mit den älteren Inszenierungen, die wir kennen, weil wir älter sind, und was wir denken, was jetzt kommen könnte in eurer jüngeren Generation? Genau, was richtig? Wir jetzt für uns oder für die neue Generation erwartet. Ja. Was fehlt also, jetzt und was erwartet ihr jetzt? Ja, also ich bin ja noch mit dem Als-Ob-Theater groß geworden, ne? Also da verstellt man sich irgendwie so auf der Bühne und schlüpft vollständig, also Stanislavski-mäßig in die Rolle und so. Und Brecht war ja jetzt auch nicht gerade derjenige, der in der DDR so hochgelobt war. Also ich hatte dann eigentlich so ein Erweckungserlebnis mit dem Trunkenen Schiff von Frank Castorf, was er im dritten Stock in der Volksbühne 88 gemacht hat, weil da war eine völlig andere Spielweise. Also da war plötzlich war diese Frage nicht mehr als ob, sondern man hat einfach losgespielt, man hat miteinander losgespielt. Und das, finde ich, hat eigentlich auch immer noch Bestand. Und was ich mir wünschen würde, ich kann mir nur was wünschen, erhoffen weiß ich nicht, aber was ich mir wünschen würde, dass die jüngere Generation ihre Lebensfreude wieder bekommt. Ja, also das, was ich jetzt so wahrnehme, auch aus Gesprächen oder aus Aufführungen, ist doch, das ist alles sehr verkopft und dann in so einer akademischen Blase und so. Also frei, dass ihr frei seid. Ja, dass ihr das macht, worauf ihr Lust habt. Und dass ihr denen sagt und denen die Hucke vollhaut, die es verdient haben. Dass ihr das macht. Das wünsche ich mir. Ja, ich erwarte von mir eine große Offenheit, einfach dem zu begegnen und mich davon auch, also das aufzunehmen und dem Räume zu schaffen einfach. Und auf der anderen Seite ist es so, ich weiß nicht, ob man alte, neue Inszenierungen, ich habe auch inzwischen so viele Regisseurinnen erlebt, die sich auch wieder neu erfunden haben und plötzlich ganz anders inszeniert haben. Das gehört ja auch zu diesem Beruf. Also es ist ja wellenförmig im Grunde genommen. Wir wissen ja nie, wie weit werden wir unser Leben lang in diesem Beruf arbeiten oder nicht. Also es ist schon mein zweiter Beruf. Das wissen wir nicht und dafür kämpfen wir aber natürlich. Aber da würde ich sagen, diese Art, also das muss man immer im Kopf haben, dass man sich auch neu erfinden können muss, glaube ich. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Anmerkungen, Fragen? Dankeschön. Mich interessiert tatsächlich so die spezifische Erfahrung einer Frau als Dramaturgin am Theater. Und ich weiß nicht, wie das bei dir, Sabine, war. Ich weiß, Beate, du hast eine Familie gegründet. Was war das für dich für eine Zeit und was hat das dann, also diese Entscheidung auch für diese Laufbahn am Theater bedeutet, im Sinne von, ja, hattest du da Angst, dass du damit ja vielleicht nicht mehr zurückkommst? Nee, ich gehöre ja zu einer Generation, da gab es ja noch nicht mal Kindergärten und so. Und auch keine, also ich konnte auch nicht in Elternzeit gehen so richtig und so, das war alles sehr kompliziert. Also es war so, es war zu dem Zeitpunkt noch unmodern, eine Familie zu gründen. Das hat sich ja Gott sei Dank am Theater, das hat sich ja inzwischen Gott sei Dank geändert. Und ehrlich gesagt, ich würde behaupten, die ersten 10 Jahre hat kaum jemand mitbekommen, dass ich ein Kind habe.
das habe ich irgendwie, wie gesagt, wir waren alles Einzelkämpfer, aber auch gesellschaftlich haben Mütter dafür gesorgt, dass sie irgendwie ihre Kinder versorgt bekommen oder die Eltern, die Familien dafür. Das war, insofern habe ich das erst viel später, also wirklich, hat mich tatsächlich, ich glaube in Hannover, hat mich jemand gefragt, was, du hast ein Kind? Das hat sich natürlich verändert und ich habe mich da auch verändert. Und ich habe das privat geregelt sozusagen. Und ich sage nicht, dass das immer gut so ist, aber so, ja. Ich habe sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe auch im Theater Freiräume bekommen, aber heute ist das alles ganz, es hört sich an, ne, als wäre es 100 Jahre, ist aber, fühlt sich auch so an. Und das sind über 20 Jahre nur, die das zurückliegt. Aber man war natürlich auch abhängig davon, ob man die Freiräume bekommt vom Intendanten, der Intendantin, wie damit umgegangen wird im Haus, wie die Politik ist. Und das ist inzwischen auch, kann man alles anders regeln natürlich. Es gibt Teilzeitstellen auch in der Dramaturgie. Man kann sich Jobs teilen. Man also weiß das, dass man das irgendwie versucht, anders zu regeln. Auch weil Intendantinnen inzwischen Familien haben. Ich hatte immer das Gefühl, die Intendanten um mich herum hatten auch keine Familie. Also so, es war unmodern. Das ist, ja. Also bei mir war es so, ich war leicht privilegiert, ehrlich gesagt. Mein Sohn war zur Wende schon 10, also schon groß. Ich war alleinerziehend. Also ich habe es immer irgendwie hingekriegt. Und in der DDR-Zeit, als er klein war, da haben Kollegen immer sehr viel Rücksicht genommen. Und es waren viele Kinder an der Volksbühne. Und dann kam das, was Beate jetzt gerade erzählt, dann kam die Wende und es wurden irgendwie so 15 Jahre keine Kinder geboren. Also es ist schwer gewesen, es war Hochleistungssport, auch für mich, auch als mein Sohn dann schon größer war oder so, weil ich ihn ja auch immer ein bisschen betütteln wollte, wie man das so gerne macht, ne? Aber für mich war zum Beispiel, habe ich in den Jahren, war ich ein bisschen schaumgebremst. Also ich konnte nicht so mich einbringen in dem Haus oder ins Haus, wie ich das gerne wollte. Also ich habe es schon gemerkt, diese Doppelbelastung in den 90ern so insbesondere. Und als er dann groß war, dann habe ich so richtig losgelegt. Ne? Meint ihr, dass das Theater als Institution wieder so eine Art Theaterfamilie werden kann? Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa hat mich immer mit auf die Proben genommen im Maxi Cosi. Und da waren ganz viele andere Kinder auch noch mit dabei. Könnte das das Theater wieder auffangen? Also kann man wieder zu so einem Familiengefüge zurückkommen oder gab es das? Ja, ich weiß wirklich. Also ich habe mein Kind nie mit auf Proben genommen, obwohl ich das durfte, zum Teil, und auch nicht auf Sitzungen, weil ich gemerkt habe, ich bin dann auch abgelenkt. Ich kann das gar nicht gemeinsam mit Kind und ich wollte das gar nicht so sehr. Ich weiß es, aber das ist wahrscheinlich stand auch in der Pforte. Also ich weiß nicht, warum es in Berlin noch nicht diese Initiative gibt, aller Berliner Theater eine gemeinsame Kita zu gründen. Und zwar eine, die auch wirklich lange geöffnet hat und nicht um 4 oder 5 wieder zumacht und sowas. Ja, haben wir gestern gerade drüber gesprochen bei unserem Haus. Also müsste man vielleicht mal angehen. Das wäre toll. Und dann gibt es eine übergreifende Theaterfamilie. Ja, das hört sich richtig toll an. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen aus dem Web? Ah, hier haben wir noch jemanden. Vorhin habt ihr gesagt, dass es vor allem auch darum geht, wenn Assistierende an den Häusern arbeiten, dass sie sich die Räume nehmen müssen. Aber ist es nicht auch eine Aufgabe des Arbeitgebers, solche Räume zu schaffen, dass es nicht auch die zweite Seite der Medaille ist? Klar. Natürlich. Und wie können solche Räume aussehen? Also ich meine, so, sagen wir mal, eine Chefdramaturgin oder eine Intendantin könnte sich ja überlegen, wie kann ich sozusagen das Talent, was mir da ins Haus geschwebt ist, also eine Assistentin oder einen Assistenten, wie kann ich den fördern? Also könnte man sich überlegen. Ich weiß gar nicht, ob sowas verbrieft ist. Da habe ich keine Ahnung von. Also ob man dazu verpflichtet ist, in irgendeiner Form was dafür zu tun. Also ich würde es gut finden, wenn das verpflichtend ist. Also du meinst auch vertraglich festgelegt?
Ja, dass man, genau, dass Talente gefördert werden. Denn als ich angefangen habe am Theater, da waren Regieassistenten manchmal schon über 60. Also ich kannte eine ganz alte Regieassistentin an der Volksbühne, die war so 67 oder so. Macht man ja, heute ist es ja nicht mehr so, sondern ihr wollt ja, wenn ihr Assistenten und Tinnen seid, vielleicht mal Regie machen oder andere große Konzeptionen entwerfen oder so. Und ich finde schon, das muss man muss sich die Talente angucken, finde ich ganz wichtig. Das ist ja total interessant, Beate. Geht das denn tatsächlich im laufenden Betrieb immer klar, dass man sozusagen jeder Assistenz das vertraglich auch zusichern kann? Also lässt es eine Dispo überhaupt zu? Also das, glaube ich, machen die wenigsten Theater, dass sie das vertraglich zusichern, weil sie das oft nicht können. Weil, also man versucht, die Politik eines Hauses, es kommt dann drauf an, man ist schon bemüht darum, dass die Regieassistenten mindestens eine Abschlussarbeit machen können. Und an den verschiedenen Häusern, in denen ich gearbeitet habe, gab es auch Räume dafür. Trotzdem musste man auch als Regieassistentin sozusagen selber auch Druck machen und sich darum bemühen. Also das ist keine Einbahnstraße, finde ich auch richtig, weil, ne, irgendwie, man muss auch Leute zusammenbekommen, sich mit Stoffen auseinandersetzen und natürlich ist dann die Dramaturgie, also jetzt spreche ich für mich, dafür immer offen, dass man in den Austausch geht darüber. Und dann ist es so ganz professionell, dass ganz viele Disponenten das natürlich schon im Kopf haben, weil die auch selber diese Ethik verfolgen, dass der Nachwuchs Räume kriegen muss und das mitdenken. So, also das ist meine Erfahrung. Aber es ist kein verbrieftes Recht, oft nicht, weil man sich manchmal dann doch nicht drauf fest, weil dann doch was dazwischen kommt, vielleicht man es nicht schafft. Mhm. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass das jemand nicht konnte, ehrlich gesagt. Also es eigentlich ist die, bemüht man sich da. Übrigens finde ich auch richtig, aber ja. Danke. Wir haben noch Zeit vielleicht für eine letzte Frage. Ansonsten, gibt es noch was? Ah, okay, bitte hier. Vielen Dank. Ja, ich frage mich schon lange, ihr habt ja vorhin drüber gesprochen auch, was die Bewerbungen angeht, dass es heute ein bisschen einfacher geworden ist als früher. Also da ging wirklich nur, wenn man jemanden kennt und so weiter. Heute ist alles ein bisschen transparenter geworden, stimme ich total zu. Dennoch frage ich mich, was die künstlerischen Solovakanzen angeht. Die werden nach wie vor nicht öffentlich gemacht. Also es läuft eigentlich alles über Kennst du den? Oder die ZAV, wo ich aber auch sagen muss, naja, ich sage, da kriegt man ja auch immer nur die gleichen Leute empfohlen. Also der Blickwinkel der ZAV, ohne das jetzt schmälern zu wollen, ist da jetzt nicht so riesengroß. Wie geht das mit dem Wunsch nach mehr Transparenz und mehr Teilhabe zusammen, dass diese verdammten Solovakanzen nicht einfach mal öffentlich gemacht werden? Das würde ich gerne wissen. Also das verändert sich allerdings auch, weil inzwischen muss man fast alle Positionen ausschreiben. Ja, dann ist das juristisch ein Problem. Ja, das ist so. Du meinst im NV-Bühne-Bereich, ja? Meinst du den NV-Bühne-Bereich? Weil wir haben gerade zwei Stellen ausgeschrieben. Aber nicht im NV-Bühne-Bereich. Doch, einmal NV-Bühne sogar, ja. Aber nicht Darstellerin oder so. Ja, ist furchtbar, dieses Gemauschel. Ja. Also häufig wird ja argumentiert damit, ja, der Arbeitsaufwand ist viel zu groß, wir kriegen viel zu viele Bewerbungen etc. pp. Aber man kann ja so eine Ausschreibung durchaus so gestalten, dass sie so konkret ist und so kleinteilig, dass man eben doch weniger Schrott, weniger Bewerbungen bekommt, die man sofort aussortieren müsste, weil sie überhaupt nicht auf das Profil passen oder so. Also was gibt es für Argumente außer dem Arbeitsaufwand, diese Sachen nicht öffentlich auszuschreiben? Der Arbeitsaufwand ist überhaupt kein Argument in meinen Augen. Das ist wirklich nicht. Aber ich weiß nicht, ob da eine Gesetzgebung gemacht werden müsste vom Bühnenverein. Also das ist sicherlich anstrebenswert. Vor allem, dass man auch weiß, wer schreibt denn welche Stelle aus. Ne? Also
dass man das mitkriegt. Ja, es wird nicht erzählt, eine Schauspielerin verlässt uns, da ist schon die nächste im Auge. Ne? Aber das wäre quasi auch was, wo ihr sagt, daran müsste man eigentlich arbeiten, dass man das transparenter macht und die Zugänge auch klar öffentlich macht. Hm. Man will ja auch nicht immer im selben Sumpf sein. Also man braucht ja auch anderen Zuwachs und so weiter, also um es lebendig zu halten, so ein Ensemble. Wir sind am Ende der Zeit. Wenn ihr noch mal eine Vision, einen Mutmacher, einen Unbreak My Heart-Spruch an diese Generation, die hier sitzt und auch da zuhört, sagen wollen würdet, dürftet, müsstet, was wäre das? Ihr seid die Zukunft. Ja. Darf ich ergänzen den Satz? Erobert sie euch bitte. So, vielen Dank Sabine Zielke, vielen Dank Beate Heine. Ich entlasse euch jetzt in die Pause und danach geht es weiter mit Love Interest. Willst du mit mir gehen im Gespräch mit Dr. Anneluise Kiss und Eva Lange und Moderation macht die Lena Katzer. Bis gleich, vielen Dank. Applaus